Mein Name ist Klaus Renner. Wir wohnen hier auf dem Harthof nahe Stockach. Wir haben einen Milchviehbetrieb mit Biogas, Bullenmast und Lohnunternehmen. Also wir haben 120 Milchkühe auf dem Hof. Die werden mit zwei Melkrobotern gemolken, die meine Lebensgefährtin und ich überwiegend betreuen. Meine Ältere, die machen die Kälber und die ganze Fütterungsgeschichte, wo auch die Mitarbeiter, die Festangestellten mithelfen. Und auch meine Kinder haben eine riesige Freude an der Kälberfütterung, gerade speziell mit dem Milchtaxi. Wir treiben ca. 220 Hektar um, halb Grünland, halb Ackerland. Die erste Glasmaschine auf dem Hof war eine Rundballenpresse, eine Variant 280. Und so ist es dann langsam ins Rollen gekommen. Dann hat man den ersten Schlepper gekauft, die erste komplette Mähkombination, mit der wir 10 Jahre lang gefahren sind, ohne nennenswerte Schäden. Man hat dann gemerkt, dass man auch mit der Firma Glas und die Kombination mit Duffner, dass das eigentlich unschlagbar ist. Wir haben dieses Jahr in das Disco 1010 investiert, weil viele Neuerungen einfach besser gefallen haben, wie zum Beispiel die Klingenbox mit der Markierung, dass man die Klingen nämlich nicht mehr verwechseln kann. Die Vektorklappung, gerade auf der Straße, ist das einfach wunderschön zum Fahren, wenn du an Bäumen vorbei musst oder nah an Gebäude. Die Flächeleistung, diese 80 cm mehr, das merkt man richtig, gerade in Verbindung mit dem GPS. Wenn du letzte Zentimeter rausholen kannst, dann ist das einfach sichtlich, dass du mehr Flächeleistung hast. Am Mähwalker gefällt mir der reinigende Effekt sehr gut. Auch in Verbindung mit dem Messerschnellwechsel, durch das, dass da unten drin nicht zwischen der Scheibe und Balken nicht so viel Dreck ist. Mit dem Auflagedruck arbeitet mir eigentlich sehr viel, speziell wenn man das erste Mal außenrum an der Wiese fährt und die ja eher ein wenig uneben ist oder ein Hang ist oder ein Graben ist, dann tut mir den Seitenbalken immer ein bisschen wenig entlasten. An Mähwerk ist ein Hangsensor verbaut, der auch sehr gut funktioniert. Wenn du am Hängen fährst, tut der Traktor schön stabilisieren. Dieser Seitenzug ist dadurch sehr gering, ist auch eine tolle Neuerung, im Alltag eine richtige Bereicherung. Es ist zuverlässig, mäht immer sauber, sauberes Schnittbild. Die Wartungsarbeiten dran, Schmieren ist auch alles schön beschrieben und geht schnell zum Schmieren. Die Maschine ist kompakt, schlagkräftig, zuverlässig. Und darum passt sie perfekt auf unseren Betrieb.